haben wir Kräfte zugeführt. Das ist ja in Passau zum Glück ganz gut möglich. Nach Anmeldung mit 200 bis 300 Teilnehmern maximal geredet haben, eigentlich weniger. Das ist eine Schätzung, aber mit 5.000, glaube ich, und der Versammlungsleiter sagt ca. 6.000, kommen wir ganz gut hin. Die Zukunft ist in Gefahr. Und die Konsequenzen aus dieser wissenschaftlich begründeten Tatsache müssen entschlossen gezogen werden. Nicht irgendwo, sondern überall und hier. Nicht von irgendwem, sondern von allen und von uns. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und der Dank geht an meine Oma, die dieses schöne Transpil genäht hat und heute da ist. Vielen Dank. Und gleich umso mächtiger. Wer bestimmt der erste Kohle? Hey! Hey! Wer bestimmt der erste Kohle? Hey! Hey! Wer bestimmt der erste Kohle? Hey! Hey! Zu entscheiden, ist oft mit höheren Kosten oder längeren Fahrzeiten verbunden. Wie beim Bus- oder Bahnfahren oder mit dem Risiko, auf ungenügend ausgebaute Wege für Radfahrer und Fußgänger zu stoßen, verbunden. Deshalb wählen die meisten Leute das Auto. Thank you.
Ich habe sie so gern allein, bist du schön, ich bin gern. Ich habe